Hallo Leute, hier ist der Schutzmann. Ja, der liebe Hawker ist mit seiner Le Terrible unterwegs. CV-Matchup. Schlecht. Zwei U-Boote, drei DDs. Ja, wenn du im Schlachtschiff sitzt, ein besseres Matchmaking gibt es ja gar nicht. Tja, der große Vorteil der Le Terrible ist die Geschwindigkeit. Der nächste Vorteil der Le Terrible ist Geschwindigkeit. Und der dritte Vorteil ist natürlich auch Geschwindigkeit. Ja, das Ding ist flink. Ich glaube sogar, puh, der zweitschnellste DD. Le Fantastique und Le Terrible. Le Terrible spiele ich auch sehr gerne. Flugabwehr ist ja quasi gar nicht vorhanden. Du gehst relativ weit auf mit 6,7 Kilometer. Du hast die guten französischen Torpedos. Ich glaube 9 Kilometer. 8 sogar nur. Aber 18.400, das ist sehr gut auf der Tierstufe. Du hast 6 Ladungen. Das ist okay, würde ich sagen. Normale Reparatur. Und du hast ja den Hauptbatterie-Nachladebooster. Wir schießen so ja schon 5 Sekunden, also 2,5 Sekunden für 15 Sekunden. Ja, ist okay. Du hast 20% Motorboost. Wie ihr sehen könnt, sie ist sehr schlank und das Ding ist sehr wendig. Also wirklich gut und wendig. Ist, weiß ich nicht. Im Ranked ist es ganz witzig. Ich meine, ich fahre zurzeit Goldliga, aber ey Leute, ich habe auch keinen Bock mehr auf Goldliga. Das ist so toxisch da. Und, ach, naja, egal. Ich glaube, ich ziehe auch gar nicht durch. Hab ich auch, da sind nur Verrückte unterwegs. Weiß ich nicht. DDs, die einfach nebeln, damit sie ein bisschen ballern können und nichts passiert. Aber, naja, das ist ein anderes Thema. Wir sind, oh, wir kriegen ganz schön viel Nachschub von hinten. Also, Verstärkung kommt. Oh, Akizuki. Geht das U-Boot an? Das U-Boot will aber gar nicht tauchen. Anscheinend, oder? Oh, gerade. Sehr schön. Ich habe diesen Nebelskill auch drauf. Ist ja ein direkten U-Boot vor dir, Walker. Dazu muss man natürlich aufpassen. Das ist ein schöner Kandidat. Ja, schön mit der Geschwindigkeit spielen, aber denk dran, du hast ein U-Boot neben dir, ne? Geschosse, meine ich. Eieiei. Der CV geht schon die Schlachtschiffe an. Ja. Oha, Fuso, Alter. Hat auch guten Riecher gehabt. Ja. Oh, hinter dir taucht alles auf. Aber anscheinend hast du jetzt im Moment nur Blick für das U-Boot, was auch wichtig ist, weil U-Boot muss weg, sonst sind unsere Schlachtschiffe kaputt. Das ist gerade am noch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, das bringt nichts. Ja, ganz schön die Chagalot pushen. Die hat natürlich jetzt Pech. Oh, die ölt auch noch. Ja. Fährt schön in deine Bombe. Oh, ja. Ja, gut, so jetzt gut rundherum. U-Boot ist weg, da kommt eine Mackensen. Oh, das sieht schon 10 Kilometer, das könnte man noch angehen. Man muss natürlich aufpassen, hier ist noch die Akatsuki, die ist nicht die schnellste, aber hat natürlich auch nicht Gunpower. Ne? Also, oh, Mackensen. 42 Knoten fahren wir jetzt, mal gucken. Never gets old. Okay. Magazin scheint wohl einfach weiter zu fahren. Torpedos. Okay. Ja. Oder will die da links rein? Nee. Sieht nicht so aus, die rufen einfach weiter. Quatsch. Ist die Bayern direkt? Ich wollte gerade sagen, du kriegst jetzt noch einen sekundären Treffer. Nein, was? Was machst du da? Okay, ja. Völlig abgelenkt hier.
Oh, das sind Tiefwassertorpedos. War eine Aschashio im Gegnerteam? Ja. Okay, Magensen ist weg. Akatsuki nimmt den Cap ein. Schmul Birnbaum von Pony, das ist auch ein schöner Name. Oh, auf. Da wird genebelt. Ja, nur das ist halt die Gier, ne? Aber diesen Skill, wie gesagt, der ist ganz, ganz praktisch. Blenden. Nachladebuße ran. Dauer. Schöne Treffer. Torpedo, sehr schön, noch ein. Die Streuung von ich. Ist das schon gar nicht mehr so. Und dass die Streuung so schlecht war von den Franzosen. Also der Schuss hätte ruhig noch ein bisschen genauer sein sollen. Das ist ja grausam. Jetzt, und dann hast du rechts noch von dir ein Schlachtschiff. Aber da, die Veneto hat anscheinend gar kein Interesse an dich. Die sind fleißig geschossen auf dich. Was ist das? Eine Baltimore? Okay. Na, ja, da muss man aufpassen. Veneto, SAP-Monster. Baltimore ist auch ein starker Radarkreuzer. Aber Schmuel ist hier einfach reingefahren, aus welchen Gründen auch immer. Bisschen. Die Seilpan hat die Queen ausgenommen. Boah, die Hälfte des Teams schon verloren. Das ist ja auch wieder bezeichnet. Ich habe auch Runden gehabt am Wochenende. Oder am Anfang der Woche. Dick in der Border. Nicht getroffen. Da laufen die Torpedos aus. Guck mal, die hat geregelt. Sehr schön. Ja, Abenteuer Dauerfeuer oder zubleiben. Ich weiß nicht, ob das was bringt gegen Radarkreuzer. WhatsApp 26 schießt auf die Leinen hinter dir. Mal gucken, Torpedos wieder ready. Torpedos sind auch sehr schnell ready. Ja, da radert er. Also Boost rein. Ja, jetzt ist der Nachteil. Oh, da ist der DD. Da ist der DD. Noch ein Band. Erstmal hier ganz entspannt. Ja. Aber werde es doch vielleicht lieber auf den DD schießen. Schießt auch aus dem Nebel. Ja. Ein bisschen, Bismarck hat die Aoba rausgenommen. Das sieht aber kein Cap, Schussnachteil, aber ein Punktvorteil sind. Wo kommen denn die Torpedos her? Von hinten. Weiter geht's auf die Baltimore, sehr gut. Oh, ist die nochmal die gut ausgewichen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nochmal die hart geregelt. Ja, starkes 6er Schlachtschiff. Jetzt muss er ran. Saipan kommt nochmal. Noob Doggy Dog. Schmuel Bier. Wie hieß der nochmal?
Schmuel Birnbaum und. Ah, herrlich, herrlich, genau. Ja, aber Normandie kann nichts machen, wird jetzt auseinandergenommen. Hawker ist noch zur Hälfte voll. Oh, hat die Normandie einmal blind reingeschossen. Nice, nice. Ja, jetzt Ashashio abfahren. Oh, der Gegner-CV ist am Cappen. B. Wie schnell sind wir jetzt? 52, da sind wir offen. Ashashio hat keine Chance. Ashashio hat zwar schöne Guns mit ihrem Alpha, aber einfach nicht den Gun-Output. Ja, jetzt den CV angehen oder Ketten. Ich glaube, so schnell und so gut dran kommst du erstmal nicht mehr. Dahinter ist noch eine Fuso. Oh. Dann sieht das ja aus, als ob ihr das Ganze nochmal dreht hier. Und zwar bisher nur 38.000 Schaden, aber hey, was soll's. Ja, vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. Andere Seite. Was war denn mit den Boni-Jungs los? Die sind einfach reingefahren. Haben die eine Wette laufen gehabt oder so? Das sieht sogar ganz gut aus. Falsches Schiff anvisiert, aber egal. Ah, okay, ja. Jetzt gibt es Zitadellenregen, ja. Schade, dass der Reload-Booster noch nicht fertig war. Noch eine Zitadelle. Er dreht ab. Aber da ist auch die Maus. Da wurde mal Doggy-Style auf der anderen Seite gemacht. Oh, oh, oh. Ja, die Flak ist natürlich winzig. Aber pass auf, dass nicht noch einen von der Fuso reinkriegst. Der hat natürlich nochmal Flieger gestartet. Aber wir haben keinen Cap, ne? Aber Bismarck hat einen reingekriegt von der Arizona. Ja, Monobus ist gleich wieder ready. Ja, und dann ran mit Torpedos raschen. Und dann habt ihr das ja nochmal gedreht. Der Gegner hat zwei Caps. Gucken, was hat er jetzt vorher, die Fuso? Ja, ran an die Insel. Schrumpfschlauch heißt die Bismarck. Haben wir Schrumpfschlauch nicht schon mal? Ich meine, ja. Das ist aber mutig, was du machst hier, weil Fuso hat nämlich auch gut Secondary. Das ist aber. Er kommt mit seinen Kanonen, aber Secondary ist vorhanden bei dem guten Stück. Ja, jetzt irgendwo noch ein U-Boot hinten bei der Bismarck. Bob. Schimpf doch nicht. Was warst du denn? Bismarck für ein Sub. Oh, jetzt wird. Sind wir am Gewinn oder am Carrying? Jetzt wird noch geschimpft. EC. Akazuki, ja. Wahrscheinlich heilt sich die Arizona nochmal hoch. Arizona ist ein starkes Schlachtschiff auf der Tierstufe. Hat zwar eine lange Ladezeit. Ist unbeweglich. Wie so ein Pizzakarton, aber da ist sie. Konrad. Ja, hat nochmal schön hochgeheilt jetzt.
Aber Konrad hat keine Chance. Der fängt sich jetzt nochmal richtig ein vom CV und das kann eigentlich schon lang. Obwohl Arizona hat auch gute Flugabwehr. Ah, treffen die alle, ne? Ne. Oh, pass auf, Maler. Bismarck geregelt. Schrumpfschlauch, schöner Name. Ja, hol dir nochmal ein paar Points, würde ich sagen. Und spiel nochmal safe und cap. Und dann ist die Runde auch schon gegessen. Ja. Ich spule mal vor. U-Boot ist immer noch auf der letzten Position gespottet. Oh, wird fleißig geschimpft hier. 3:30. Ja, jetzt haben sie. Ah, da ist sie. Jetzt muss der. Bismarck, der Schrumpfschlauch nur noch mal seine Flieger losschicken. Bismarck hat Hydro. Ist auch noch recht voll. Aber wäre natürlich schlecht, wenn die Bismarck jetzt noch mal rausgeht. Ja, noch 3 Minuten. Aber Solan scheint wohl auch ein vorsichtiger Spieler zu sein. Aber wenn das U-Boot getaucht ist, dann nutzen deine Flieger auch nichts. Oh, es wird schon freundlicher geschrieben. Aber der Schrumpfschlauch hat ja noch nicht mal seine Abwehrflieger gestartet. Warum eigentlich nicht? Oh, da wird nervös hier. 100.000, 3 Kills, 4 Torpedotreffer. Ja, Bismarck, was ist denn jetzt mit deinen Abwehrfliegern? Ich sehe die gar nicht auf der Map. Komisch, warum die Bismarck jetzt sein. Unser Schrumpfschlauch jetzt nicht seine Abwehrflieger abschmeißt, ey. Oh mein Gott. Ah, hat er doch noch gekriegt. Ach, ich weiß nicht, warum die schimpfen. Vielleicht, keine Ahnung. 700.000, 100.000 Schaden. Oh, 2,4 Basics P. Ja, kann man nicht. Kann man nicht meckern. Hier, Wagline hat aber auch gut gespielt. Ja, aber Schrumpfschlauch auch. Ne? Also mit fast 1,7. Schöne Runde. Nahkampfexperte. Finde ich einen Erschlag. Was war das hier? Erstes Blut. Was hat das netto gebracht? Fast 660.000. Kann man nicht meckern. Alles klar, Leute. Macht's gut. Ciao.